Willkommen zum Update der DMZ Meta-Waffen Season 4. Und zwar geht es heute nur um die Sturmgewehre, denn die anderen Waffenklassen haben sich im Vergleich zu Season 3 nicht so sehr verändert. Am Ende sage ich noch ein Wort dazu, denn es gibt auch eine Veränderung, was die SMG-Klasse angeht. Aber vorneweg allgemein erstmal, was bedeutet eigentlich Meta? Meta steht für Most Effective Tactic Available, beschreibt immer das theoretisch beste System, die beste Strategie in einem System. Und da wir hier über die Waffen reden, haben wir sozusagen jetzt die Top 5 Waffen in der Sturmgewehrklasse. Auf Platz 5 haben wir die M4, ein Evergreen der Sturmgewehre. Und zwar ist das die Waffe, die in der ganzen Zeit am wenigsten verändert wurde. Das heißt, jemand, der mit der M4 klarkommt, der hat einfach das Glück, dass er schon die ganze Zeit gleichbleibende Leistung abrufen kann über diese Waffe. Eine richtig schöne Waffe, auf die Verlass ist, mit dem großen Magazin auch Fehler verzeiht und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht viel verändert wird. Gemoddet wird sie auf Präzision, Recoil, also wenig Rückstoß und Reichweite. Und deswegen haben wir hier diese Dreierkombination Tempus Hightower 20 Zoll, Harbinger D20 und F-Tech Gripper. Hier haben wir das Tuning, der Lauf dient dazu, mehr Präzision und Reichweite reinzukriegen, den Schaden auf lange Distanzen zu erhöhen. Das Harbinger D20 generell wird eigentlich immer an Schalldämpfer empfohlen in der DMZ. Noch hier haben wir eine erhöhte Reichweite, mehr Schaden und eine bessere Rückschusskontrolle. Und das Ganze abgerundet durch den F-Tech Gripper. Und auch hier dasselbe Spielchen, höhere Präzision, eine höhere Rückschusskontrolle mit dem F-Tech Gripper, einem der besten Griffe. Zu dieser Dreier-Kombo gehört natürlich das 60-Schuss-Magazin, also eine der wenigen Sturmgewehre, die ein 60er-Magazin haben, was absolut lohnenswert ist. Man sollte immer das größte Magazin draufspielen bei den Sturmgewehren. Und dazu noch ein Visier eurer Wahl, auch das können wir tunen. Hier ist es auf Fern- und auf Zuckungsresistenz getunt, dass wir hier noch mehr Präzision bekommen für die M4. Auf Platz 4 haben wir diese schöne Waffe und zwar ist das die M13B. Sie war zeitweise wirklich Meta im Battle Royale Modus, weil auch sie ein großes Magazin hat, eine sehr hohe Schussgeschwindigkeit und dabei noch eine akzeptable Präzision. Auf Meta gebaut ist sie ähnlich wie die M4 zu handeln, allerdings ist ihre Schussgeschwindigkeit höher und sie verzeiht sozusagen noch mehr Fehler als die M4. Gemoddet wird sie jetzt auch mit dem 14 Zoll Lauf, Harbinger D20, Schalldämpfer und F-Tech Gripper. Auch das dient der Präzision, der Reichweite und der Schadenserhöhung auf lange Distanzen sowie möglichst wenig Rückstoß. Das heißt, auch hier haben wir diese Dreierkombination. Der 14 Zoll Lauf ist getuned auf Reichweite und Rückschussstabilität. Der Harbinger D20 Schalldämpfer auf Geschwindigkeit, also Geschossgeschwindigkeit sowie Rückstoßdämpfung. Und der F-Tech Gripper auf Zielstabilität im Stillstand, was tatsächlich sehr viel ausmachen kann für mehr Präzision und die Stabilisierung vom Rückstoß für noch weniger Recoil. 100% genauso wie bei der M4 wird auch hier der 60-Schuss-Magazin eingebaut und das Ganze noch kombiniert mit einem Visier eurer Wahl. Momentan extrem beliebt ist immer noch das Hilfen V4 Visier und das ist getuned auf Entfernung, um den Recoil noch weiter zu reduzieren, zumindest visuell, und die Zugungsresistenz erhöhen, damit die Präzision noch weiter steigt für diese M13B. Bevor wir jetzt noch zu den Top 3 kommen, erstmal Dankeschön an die Kanalmitglieder, die diesen Kanal besonders unterstützen. Vielen, vielen Dank. Sollte euch der Content gefallen, würden wir uns sehr über ein Abo freuen. Und vielen Dank auch die Leute, die da nur darüber nachdenken, hier ein Like dazulassen. Vielen, vielen lieben Dank. Die Top 3 wird angeführt von der Tech 56, ja, und das ist meine persönliche Lieblingswaffe. Und warum? Weil sie so versatil ist, also so universell einsetzbar. Ich spiele sie nämlich gerne off-Meta und da hat sie nochmal besondere Eigenschaften, aber kommen wir da gleich zu, was die Waffe noch kann. Wir gehen erstmal auf das entfernte Ziel und dann sehen wir, wie ruhig sie im Stillstand ist, also wie präzise schon alleine das Rotpunktverhalten ist. Also eine sehr, sehr genaue Waffe bei sehr kurzer ADS-Geschwindigkeit. Also wir sehen sozusagen, wie schnell wir mit dieser Waffe in ADS kommen im Vergleich zu den anderen Modellen. Gleichzeitig haben wir trotzdem noch das 60er-Magazin. Also es ist wirklich ein Traum sozusagen. Wir haben sehr, sehr viele Komponenten, die diese Waffe locker in die Top 3 bringen. Für manche ist es auch die beste Waffe. Und auch für mich, muss ich sagen, ist es mein absoluter Liebling. Gemoddet wird auch sie in der Meta-Variante auf Recoil, also auf wenig Recoil, hohe Reichweite und viel Schaden. Das bedeutet, wir nehmen den 17,5 Tundra pro Lauf, einmal getuned auf Reichweite und Rückstoßstabilität. Das Ganze gibt insgesamt mehr Schaden, Reichweite und Präzision. Der Harbinger 20, man kennt das inzwischen, Geschossgeschwindigkeit und Rückstoßdämpfung. Auch hier für mehr Schaden, Reichweite und Präzision. Und der F-Tech Gripper wie immer auf Zielstabilität im Stillstand und Stabilisierung vom Rückstoß. Worauf man hier ein bisschen achten muss, gehen wir mal kurz auf den Tundra-Lauf, dass wir hier mit dem Tuning nicht übertreiben, denn
ein zu starkes Tuning reduziert die ZV-Geschwindigkeit ungemein und das ist ja einer der Stärken von der Tech 56, also hier nicht übertreiben mit dem Tuning. Dazu gehört natürlich das 60-Schuss-Magazin, immer wieder das große Magazin, haben wir einfach den Luxus, dass wir ein 60er-Magazin einsetzen können und wie immer ein Visier eurer Wahl, in der Regel das Hilfen V4-Visier als mit beliebtestes Visier, auf Fern getunt, sowie Zugungsresistenz und auch hier aufpassen, dass wir nicht übertreiben wegen der ZV-Geschwindigkeit. So, als Bonus jetzt noch meine Variante. So spiele ich die Tech 56 tatsächlich am liebsten, gerade für Gebäude 21, für den Co-Shell-Komplex und. Also für die ganzen In-House-Kämpfe und auch für Wondel ist diese Variante sehr, sehr stark, weil sie ist ultra schnell im ADS. Man sieht es hier, wie schnell wir reinkommen. Trotzdem hat sie eine unglaublich hohe Präzision. Das Ganze kombiniert mit dem 60er-Schuss-Magazin, wie gehabt. Wir sehen, sie ist ein bisschen kürzer und ich zeige euch gleich, warum. Die Veränderung liegt hier einmal im Echoline GSX, also wir haben hier den schnelleren Schalldämpfer, der ist etwas kürzer und ein bisschen schneller. Dadurch erhöhen wir die ZV-Geschwindigkeit und wir ersetzen das Visier durch das SZ-Holotherm, weil das SZ-Holotherm-Visier im Crochet-Komplex angesetzt werden kann. Man kann es anlegen, andere Visiere kann man nicht anlegen. Außerdem ist es auch für Gebäude 21 extrem geil, weil gerade in der Tiefgarage, wo es extrem dunkel ist, wir dadurch einen großen Vorteil haben, Gegner in dem Schatten zu sehen. Ich persönlich liebe das SZ-Holotherm und gerade für diese Ingame-Kämpfe ist es ganz geil. Auch auf Wondel kann man das sehr, sehr gut benutzen, um Gegner auf große Entfernungen zu spotten, wenn da wirklich nur so ein Mikrometer an Leuchtpunkt sozusagen hervorglänzt. Man sieht es einfach super geil über das SZ-Holotherm. Das Modding ist jetzt etwas angepasst. Zuerst haben wir den 17,5 Zoll Lauf wie gehabt. Allerdings sieht man hier schon ein bisschen, dass wir ein bisschen Richtung ZV-Geschwindigkeit gehen und ein bisschen effektive Reichweite verlieren. Das ist aber minimal, dafür wird die Waffe deutlich schneller. Dasselbe beim Echoline GSX. Auch hier gehen wir auf ZV-Geschwindigkeit und verzichten auf ein bisschen Recoil. Die ist trotzdem ungemein genau. Und beim FTEC Ripper ähnlich. Da versuchen wir uns ein bisschen zurückzuhalten, ein bisschen Geschwindigkeit draufzupacken auf den FTEC Ripper. Wenn wir uns zum Schluss noch das SZ-Holotherm anschauen, auch das ist auch ferngemoddet wie immer, aber hier auch ein bisschen ZV-Geschwindigkeit, um die Waffe schlussendlich noch schneller zu machen. Und damit wird sie zum absoluten Beast im Close Combat. Kommen wir jetzt zum Top 2, zu der zweitbesten Meta-Waffe und das ist ganz klar die ISO Hemlock. Sie wurde jetzt so oft genervt, so oft reduziert vom Schaden, von einigen Werten und trotzdem ist sie noch auf Platz 2, hat aber ihren ersten Platz verloren und kann sich trotzdem noch vor der Tech 56 behaupten und der Grund dafür ist einfach, weil sie noch genauer ist auf große Entfernungen und noch mehr Schaden verursacht pro Kugel sozusagen. Die Werte sind einfach ungemein. Wir sehen hier, wenn ich das Visier hier lagere, wie stabil diese Waffe auch auf einem Punkt bleibt und wie genau sie auf große Entfernungen ist. Die Waffe ist sozusagen ein Nonplusultra, gerade für die DMZ, eine der beliebtesten Waffen überhaupt. In der Hoffnung, dass sie nicht noch weiter genervt wird in Zukunft, wird sie immer noch gemoddet, das Metabild immer noch gemoddet Richtung Recoil, Präzision, Reichweite und Schaden. Also auch wie die anderen Sturmgewehre, da ändert sich nichts. Dafür ist diese Waffe nun mal gemacht. Das bedeutet, wir kriegen hier den Fehler T50-Lauf, absoluter Standardlauf, kombiniert mit dem Harbinger D20 und FTL Gripper. Man kennt das Spielchen. Hier einmal das Tuning. Der Fehler T50-Lauf wird auch gemoddet wieder auf Rückschussstabilität und effektive Reichweite. Also mehr Schaden, Reichweite, Präzision, Rückschusskontrolle. Das ist immer dasselbe Prinzip. Dann haben wir den Harbinger D20 Rückschussdämpfung und Geschossgeschwindigkeit sowie den FTL Gripper ebenfalls mit Stabilisierung vom Rückstoß und Zielstabilität im Schildstand, um die Waffe noch ruhiger zu halten und noch mehr Präzision zu geben. Leider haben wir nur das 45-Schuss-Magazin, das ist das Größte, das kommt natürlich drauf, und ein Visier eurer Wahl, hier wieder mal das Ziel von V4-Visier mit Tuning auf Entfernung und höhere Präzision. Und wir kommen auf Platz 1, und zwar ist das die Lachmann 556, die momentan beste Waffe in, ja, Warzone, muss man sagen. Nicht nur in DMZ, auch im Battle Royale ist das momentan die beliebteste Waffe. Das liegt einfach daran, dass sie unglaublich genau ist. Wir haben eine sehr, sehr hohe Fadenkreuzstabilität und eine sehr, sehr hohe Genauigkeit auf alle Distanzen. Also ich muss kaum den Recoil kontrollieren. Wenn ich das mal ungefiltert durchlaufen lasse, dann seht ihr, wie gerade auch das Ganze nach oben läuft, sodass man mit einer leichten Korrektur nach unten das Ganze sehr, sehr, sehr leicht im Griff halten kann. Also sie ist wirklich die genaueste Waffe im Spiel momentan. Laser auf alle Entfernungen. Mit ihr kann man einer Fliege ein Auge rausschießen auf jeder Distanz. Und dazu noch das 60er Magazin sowie ja alle schönen Sachen, die wir eigentlich haben wollen für DMZ und auch für den Battle Royale tatsächlich. Um die Stärken weiter auszubauen, kommt hier der größte Lauf drauf. Das ist der 15,9 Zoll Lachmann-Lauf. Der Harbinger D20 und FTEC Ripper runden das Ganze ab. Man kennt das Spielchen. Kombiniert wir das Ganze natürlich wieder mit dem 60-Schuss-Magazin, mit dem größten Magazin, sowie ein Visier eurer Wahl, in dem Fall das Zielhilfen V4. Hier einmal das Modding und auch hier gehen wir natürlich wieder auf
Rückstoß. Leider können wir hier bei der ZV-Geschwindigkeit und der effektiven Reichweite nicht viel machen. Deswegen ist dieses leider auf 0. Da könnt ihr mal ein bisschen ausprobieren, aber leider geht da nicht viel. Rückstoßstabilität jedenfalls wird weiter reduziert, dass die Waffe noch mehr zum Laser wird. Dasselbe beim Harbinger D20, man kennt das Ganze. Und beim FD Gripper auch hier wieder dasselbe Spielchen. Beim Zielfilm V4-Visier ist es jetzt so, dass wir auf Ferntunen sowie etwas auf ZV-Geschwindigkeit, damit sie noch ein bisschen Geschwindigkeit bekommt, ein bisschen sozusagen das langsame Magazin hier ein bisschen rauskompensiert. Dadurch verliert sie ein bisschen Präzision, aber die Waffe ist so ein Laser, dass sie das also locker wegsteckt. Wenn ihr aber ganz, ganz sicher gehen wollt, könnt ihr hier theoretisch auch noch auf Zuckungsresistenz gehen und die Präzision noch weiter erhöhen. Was jetzt die anderen Klassen angeht, ist es so, dass sich tatsächlich zu Season 3 nicht viel verändert hat, außer eine Sache, und zwar in den SMGs. Da ist die ISO 45 dazu gekommen und die ist absolut krass, also hat eine sehr, sehr kurze TTK, also eine sehr kurze Zeit, einen Gegner von den Beinen zu holen, eine kurze Time to Kill. Das bedeutet, dass diese Waffe sozusagen in den Meterbereich aufgestiegen ist, aber genauso wie die Fanning hat sie eben das Problem, gerade in dem Zelt, dass die Patronen ruckzuck leer sind und ja, wenn man sie nicht kombiniert mit einer guten Zweitwaffe, ein gutes Munitionsmanagement hat, dann kann das schnell zum Problem werden. Deswegen habe ich es jetzt nicht extra mit aufgeführt, aber guckt euch gerne das letzte Video an, da ist nochmal der ganze Rest aufgeführt, beispielsweise die MCPR, die ist momentan absolute Meta und wird es wahrscheinlich auch eine Zeit lang bleiben. Leute, ich verabschiede mich an dieser Stelle, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein, sage hasta luego und hasta la vista.